Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4, wo wir hier in Sanctuary in unserem wunderschönen Grillgärtchen sitzen. Da drüben, wo unser guter Cotsworth sich um die Pflanzen kümmert. Ach ja, ich würde sagen, wir stehen erstmal auf. Ich habe natürlich den Loot bereits abgelegt und einsortiert, dahin, wo er hingehört. Hallo Cotsworth. Dann, wer bist du? Du bist Sturgis, richtig, Sturgis. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir heute alles tun werden, aber ich hätte tatsächlich, ich muss gestehen, ich hätte richtig Lust, hier was zu bauen. Ich hätte richtig Lust, hier was zu bauen, wenn ich das so sagen darf. Allerdings werden wir uns mit dem Bauen noch etwas Zeit lassen. Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr schauen. Okay, 21.45 Uhr. Das geht noch. So. Dann werden wir erstmal im Pitboy uns einen neuen Skill aussuchen. Charisma. Nein, Charisma weiß ich nicht, ob wir machen. Was sind wir dann für ein Level? Level 17. Revolverheld. Gewehrschütze brauchen wir Level 18 für. Das heißt, nächstes Level, da bekommen wir eh wieder einen Punkt. Wir können Revolverheld machen, brauchen wir aber gar nicht. Rüstmeister, Schmied brauchen wir nicht. Was bist du denn? Level 20, okay. Hacker, Meisterterminal ist Hacken. Meister Schlösser knacken, wäre auch interessant. Aber ich würde tatsächlich Waffenfreak 2... Ich weiß nicht, ob uns das jetzt so viel bringt mit unserer Spielweise. Charisma-Training. Stärke. Haben wir ja eigentlich schon genug. Wahrnehmung, Ausdauer könnten wir tatsächlich machen. Ausdauer könnten wir machen. Was bist du? Medikamentenresistent. Was bist du? Kampfhund. Mein treuer Hundefreund kann einen Feind festhalten, wodurch ich eine höhere Trefferchance im Watz habe. Naja. Höhere Trefferchance im Watz ist gut. So. Was haben wir denn da alles Schönes? Ich kann mich ehrlich gesagt nie entscheiden, was ich jetzt leveln soll, aber ich glaube, Ausdauer wäre mal nicht schlecht. Ausdauer an sich. Gesundheit und wie stark das Sprinten meine Aktionspunkte verbraucht. Und Aktionspunkte selbst habe ich wo? Beweglichkeit, oder? Ja, wie viele Aktionspunkte ich habe und wie gut ich schleichen kann. Hier haben wir 6 Punkte, da haben wir nur 4. Ich glaube, Ausdauer wäre gar nicht schlecht. Ein bisschen mehr Gesundheit schadet ja auch nicht. Komm, machen wir einfach mal. So, haben wir Ausdauern. Haben wir Ausdauern. Gut, dann täte ich sagen, wir schauen mal ganz kurz. Wiedersehen macht Freude. Raus ins Left Field. Wir haben so viel noch zu tun und wir haben das meiste noch gar nicht gefunden. Kehrt zum Polizeirevier Cambridge zurück. Sonstiges. Sieh dir die Fallakten an, gib Sheffield eine Nuka-Cola, untersuch das Museum der Hexerei. Ach du Schande. Mama Murphy können wir noch Jet bringen. Aus dem Feuer für die Freiheit, sprich mit Preston. Ach, da können wir die Burg zurückerobern. Stimmt, das können wir auch noch machen. Folge dem Freedom Trail. Ich mag diese kleinen Animationen sehr, sehr gerne. Wiedersehen macht Freude. Stählerne Schatten. Ah, okay, die Bruderschaft. Die Stählerne Bruderschaft. Sean befindet sich hier in den Händen des Instituts. Ich muss dieses Institut finden und meinen Sohn retten. Aber dafür werde ich Hilfe brauchen. Nick meinte, wir sollten mit Piper sprechen. Sie könnte weitere Informationen haben. Dann würde ich sagen, wir folgen tatsächlich dieser Quest weiter. Das heißt, wir müssen nach Diamond City. Machen wir natürlich auch gleich. Diamond City Markt. Ja.
Roboter werden gefährlicher, je mehr sie beschädigt werden. Wenn beide Arme unbrauchbar sind, stürmen die meisten Roboter auf ihren Gegner zu und starten eine Selbstzerstörungssequenz, bei der sie in einem letzten Angriff explodieren. Ist jetzt auch nicht unbedingt schön. So, da sind wir auch schon. Gut, ich denke, wir sollten die Waffe ablegen. Sonst bekommen wir noch Schwierigkeiten mit der Security. Piper dürfte hier drin sein. Hoffe ich. Gehen wir hier rein. Public Occurrences. Die freie Zeitung Diamond Cities. So, hallo Piper. Redet... Sieh einer an. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und eine rostige Regenrinne. Schließt das, deine Begleitung hier mit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich? Wo soll ich anfangen? Als ich rausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sins zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt. Und wie man reinkommt. Genau. Aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Was ist mit ihm? Er musste einen Weg rein und raus kennen. Aber, tja, wir wissen beide, dass dieser Ansatz nun nicht mehr funktioniert. Weil er tot ist. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Er hätte nichts ausgespuckt. Auch wenn wir ihn lebend geschnappt hätten. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob es funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Also, ich glaube, ich habe da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Muss ich sonst noch was über die Höhle der Erinnerung wissen? Sie liegt in Good Neighbor, ein kurzes Stück nordöstlich von hier. Sie heißt nicht umsonst so. Der Name ist Programm. Viele geben ihr letztes Hemd, nur um die schönen Momente ihres Lebens nochmal erleben zu können. Wieder und wieder. Aber nicht wir. Wir werden versuchen, tief in den Geist eines anderen einzutauchen. Wir können uns dort treffen oder zusammen dorthin gehen. Lass uns zusammenreisen, Nick. Gut, dann los. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Okay. Gefährliche Gedanken. Sprich mit Dr. Amari. Das ist ja schön. Und hier gleich wieder... Ja, und hier auch gleich wieder schön Schrott aufsammeln. Nein, das werde ich natürlich unterlassen. Wir haben so und so schon genug Schrott. Wir sollten mal was von dem Schrott verbasteln.
Ehrlich gesagt, und ich hoffe, dass die Gammelkala bald mal wieder aufkreuzt. Leute machen verrückte Sachen, wenn sie Angst haben, sollte das Motto von Diamond City sein. Ja, das könnte das Motto der Welt sein, wenn du mich fragst. Okay. Gut, Diamond City. Nick läuft weg. Ich würde sagen, wir gehen einfach gleich wieder raus, weil Diamond City... Ja, ich bin immer noch nicht so... begeistert von Diamond City. Was macht Nick da unten? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach raus. Und dann werden wir ja sehen, wie oder was wir herausfinden. Ach ja. Hoffentlich findet sie was raus, weil wenn nicht, dann müssen wir nochmal zurückreisen und seine Leiche... Naja gut, seine Leiche exhumieren ist jetzt irgendwie schwierig, weil Nick hat den ja pulverisiert, den Typen. Was auch schön ist. Ach ja. So, können wir das... Was? Ach, das Tor können wir schließen, das ist... Ja, okay. Ich dachte schon, wir können das große Tor schließen. Was aber auch irgendwie uncool wäre. So. Dann schauen wir mal, wie wir hier vorankommen. Und ich hoffe... Oh nein, ich glaube... Okay, das war komisch. Ich glaube, wir müssen an dem Teich vorbei. Ich glaube, wir müssen an dem Teich vorbei. Irgendwann bestimmt, aber nicht so schnell. Ach du Schande. Okay, F0. Warum konnte ich gerade nicht schießen? Ach, weil meine Arme gebrochen waren. Ach, da unten. Ah, die stählerne Bruderschaft. Hattest Eier, sagt er. Ach, das war ein Gunner. Und da vorne ist die stählerne Bruderschaft. Okay, Nick hat wieder einen pulverisiert. Was auch schön ist. Ach du Schande. Die kommen hier an mit ihren fetten Kriegsmaschinen? Ich will da jetzt zusehen, gegen wen kämpfen die? Ach, gegen... Ich habe keine Ahnung, wer da noch ist. Oder wo da noch einer ist. Kein Plan. Ist da überhaupt noch jemand? Aber hier muss noch jemand sein. Irgendwo. Ha. Huh. Da vorne offenbar. Aber ich... Da unten ist eine Splittermine. What? Ich
Ja, es tut mir leid, aber ich will das Ding looten. Wenn es da was zu looten gibt, ich habe ja keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da ein Vertibird abgestürzt und den will ich unbedingt, ich will da nachschauen. Ach komm, Nick. Muss das jetzt sein, dass du mich hier runterwirfst? So. Dankeschön. Hier. Da ist ein Vertibird abgestürzt und ich will wissen, ob man die looten kann. Ich hoffe nur, die sind nicht gefährlich, wenn man in die Nähe geht, dass die nochmal explodieren oder so. Die sind nicht mal existent. Gut. Ist vielleicht der Pilot irgendwo hier, dass man den möglicherweise looten könnte? Wenn du etwas piepen hörst, bin das nicht ich. Ja, das mag sein. Inventar. Hilfsmittel. Blutpaket, Blutpaket. Und ein Eichhörnchenbissen. Kann ich noch ein Eichhörnchenbissen essen? So. Okay, die Piloten gibt's offenbar. Da vorne ist noch ein Teil. Da ist auch noch. Okay. Lancer der Bruderschaft. Okay. Holomarke der stählernen Bruderschaft. Oh, das war eine Pilotin. Die hat nur noch ein Bein. Naja. Gegen wen auch immer die gekämpft haben, offenbar haben sie... Aspirant der Bruderschaft. Ich rede mal mit dem. Hey du! Hi. Dieser Bereich steht unter unserem Schutz. Okay, gut. Wenn du das sagst, dann... Ich hab's ja gesehen, wie geschützt der Bereich ist. Okay, gut. Wir müssen in diese Richtung. Tatsächlich, wir gehen in die richtige Richtung. Ach du Schande. Also wenn ich hier jemals durch die Story kommen möchte, dann muss ich mich tatsächlich Trinity Plaza... Dann muss ich mich tatsächlich zusammenreißen. Irgendwie unheimlich. Muss ich mich wirklich zusammenreißen, nicht alles zu erforschen. Ach du Schande. Ich kann nicht immer gegen Raider kämpfen, das geht nicht. Verdammt. Da steht noch eine Puppe. Ja, wie bei I Am Legend hier. Vault 114? Ach hier. Stimmt. Stimmt, da sind wir rausgekommen. Ah, die Bruderschaft kommt. Sehr gut. Silver Shroud Radio. Sollten wir uns auch mal anhören? Oh. Er bewegt sich. Ich glaub's ja nicht, der bewegt sich. Okay, gut. Ich gehe einfach dran vorbei. Ich hoffe... Swan. Ach du Schande. Aber er ist nicht mehr rot markiert. Das ist, ja. Ich werde trotzdem nicht gegen ihn kämpfen. Zumindest noch nicht. Was haben wir denn da? Nichts, ein Tresor. Okay, dann entsperren wir den mal. Ein Safe. Jetzt heißt es auch wieder Safe und nicht sicher. Ja. Dankeschön. Wo ist unser... Wo ist unser Niki? Ich habe keine Ahnung.
Ach, da ist Glas. Na, das ist ja toll. Und unser Niki ist nicht da. Das ist... Ach, da ist unser Niki. Hi, Niki. Gefahr. Hättest weglaufen sollen. Verdammt. Ja, natürlich, prall ab. Ja, toll. Nur Nick getroffen. Ja. Ah, von hinten. Nick, wir sollten, okay, die haben wir erledigt. Supermutanten sind ja mittlerweile nicht mehr so die Herausforderung und ich habe hier 17 FPS nur. Grundlos, eigentlich. CPU-Auslastung ist bei 53% gerade und ich habe nur 17 FPS. Ja, vielleicht die Grafikkartenkühlung, aber das soll es eigentlich nicht sein. Die hat drei Lüfter drauf. Raider. Blutsack. Oder Fleischsack besser. Gebrochener Oberschenkel hat der bei sich. Das ist toll. Die haben hier ihre Raider, haben die hier gekocht. Die haben hier ihre Raider gekocht. Was auch schön ist, aber... Oh. Willst du dir eine Sammlung aufbauen, oder was? Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Niki. Alles looten. Natürlich will ich das alles haben, aber ich kann doch nicht andauernd überlastet sein. Ja, ich bin überlastet. Toll. Ich bin überlastet. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schön das ist, wieder überlastet zu sein. Dich weg, dich, euch weg, besser gesagt. Okay. Die sollte ich wieder übrigens auf die... Nein, Betsy? Ach, jetzt ist die wieder automatisch, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann doch nicht den Loot liegen lassen, das geht doch alles nicht. Ich meine, ja klar, so die Dinge... Die Dinge, die ich hier liegen lassen würde, die würde ich immer wieder finden, aber... Okay, hier sind wir also in Good Neighbor angelangt. Dann klopfen wir mal. Befreie deinen Geist. Das ist so eine Kapsel, ne? Das ist so eine... Wie sie es in der einen Vault hatten in Fallout 3... In Fallout 3 war das, glaube ich, ja? Weil in Fallout 3 hat man ja seinen Vater gesucht und der lag dann irgendwo in der Vault in so einer Kapsel drinne. Ich bin ganz Ohr. Ich glaube, ich kann die Waffe weglegen. Lass mal einer an, der Detektiv. Verfolgst du mal wieder einen Ehemann zu seiner Geliebten? Wieso? Hat dich jemand sitzen gelassen? Versuchst du es gerade mit, wie nennt man das noch? Ausweichenden Antworten? Und wer bist du, hä? Valentines neuer Handlanger? Was kümmert's dich? Man muss wissen, wer in Good Neighbor zu wem gehört. Ich hab dich noch nie gesehen. Vielleicht hättest du Interesse an einer kleinen Versicherung. Versicherung? Ich höre. Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Nick Valentine kommt für einen seiner seltenen Besuche in die Stadt und du nervst seine Begleitung mit dieser Erpressungsnummer? Freut mich, dich wiederzusehen, Nick. Hancock? Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein
keinen Respekt vor dem Bürgermeister, Finn? Ich habe gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Oh. Wieso musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Bei mir ist alles klar. Bist du ein Ghoul? Du bist ein Ghoul? Ganz genau. Gefällt dir mein Gesicht? Ich finde, es verleiht mir einen sexy König der Zombies-Look. Kommt super an bei den Ladies. Pass auf, hier sind eine Menge Rat-Freaks wie ich unterwegs. Du solltest solche Fragen das nächste Mal also vielleicht besser für dich behalten. Good Neighbor ist aus dem Volk für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Ja, verstehe schon. Gut. Wenn du cool bleibst, wirst du dich hier ganz schnell einleben. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Okay, mache ich. Gut, haben wir den auch gelootet. Noch ein Ghoul. Wer auch immer diese Stelle eine Bruderschaft ist, diesen Schwachsinn von wegen, wir kommen in Frieden, kaufe ich den nicht an. Naja, ich habe keine Ahnung. So. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Wer, was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Du siehst auf jeden Fall aus wie eine Frau, ja. Und auf mir kommt es doch nicht an, oder? Also hast du Interesse an meinem Angebot? Was hast du denn für Waffen? Wenn es töten kann, verkaufe ich es. Außer Selbstmordgedanken. Die lassen sich so schlecht abpacken. Also, kommen wir ins Geschäft. Klar, ich schau's mir an. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Okay, Cleo. Ah, Cleo. Schön. Ein Bleirohr. Gut. Fusionskerne gibt's hier auch. Was gibt's hier noch alles Schönes? Gibt's hier zufälligerweise Partystarter? Ach du Schande. Powerrüstungsgestell. Okay. Ich sehe sehr viel. Was ist das denn? Vernichterbeinschiene rechts, verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Wirft 10% des Nahkampfschadens zurück auf den Angreifer. Sehr schön. Ach du Schande. Okay, aber... Mini-Nukes hat die jetzt nicht auf Lager. Nur, dass ich nachsehen könnte, wie viel die kostet zum Beispiel, aber hat sie nicht. Gut, also danke Cleo. Auf Wiedersehen. So. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen in diese Richtung. 29 Meter. Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Mehr sage ich nicht. Okay. Kein Problem. Was haben wir denn? Memory Dan. Okay. Ein Voltanzug, was? Geil. Geil. Okay, na gut, dann würde ich sagen, wir gehen da jetzt einfach mal rein. Okay. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier drinne. Klauen wollen wir natürlich nicht. Sieh an, Mr. Valentine. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Okay. Kann ich auch mit dir reden? Zu Amari? Sie ist unten. Irma. Was ihr auch vorhabt. Ich muss es nicht wissen.
Pass nur auf, dass der große Metallsoftie sich nicht verletzt, okay? Okay, mach ich. Da haben die tatsächlich was miteinander. Na gut. Gehen wir mal mit Nick runter. Hier ist unten, denke ich. Was haben wir denn da? Dr. Amari. Die sprechen wir aber erst in der nächsten Episode an. Hallöchen und herzlich willkommen. Ich weiß, es sind erst 30 Minuten, aber ich muss gestehen, ich werde gerade extrem müde. Ich habe so einen richtigen Absacker jetzt gerade. Ich könnte natürlich weiterspielen und die Folge jetzt noch 10 Minuten länger machen, aber ich verliere gerade extrem die Konzentration, ich werde gerade extrem müde. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich krank, es fühlt sich auf jeden Fall komisch an. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Folge beenden, die Aufnahme beenden. Beim nächsten Mal reden wir mit Dr. Amari und, verdammt. Ach ja, wir wollen ja die Erinnerungen durchsuchen von dem Kellogg. Ihr merkt schon, ich bin gerade nicht mehr bei der Sache. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio!